3:3 endet das Spitzenspiel zwischen unseren Sportfreunden und Viktoria Köln. Bei uns ist heute Benedikt Fernandez, Keeper unserer Sportfreunde. Benedikt, erstmal die Frage, nach einem 2:0 Vorsprung, am Ende ein 3:3, kann man damit zufrieden sein? Ich glaube, letztlich müssen wir damit zufrieden sein und können sogar ein bisschen glücklich sein, dass es noch zum 3:3 gereicht hat. Natürlich nach 2:0 Führung, kurz vor Halbzeitpfiff, ist es natürlich bitter, dann so ins Hintertreffen zu geraten mit 2:3. Aber ich glaube, ich weiß nicht, diese Rudelbildung vor dem, nachdem der Torwart oder bevor der Torwart ausgewechselt worden ist oder worden ist von denen, hat uns die letzten 5 Minuten der ersten Halbzeit so ein bisschen aus dem Rhythmus gebracht. Und da waren wir halt dann leider Gottes unachtsam gewesen vor dem Halbzeitpfiff. Und das war dann halt der Dosenöffner gewesen für die Viktoria, wieder neuen Mut zu schöpfen. Und dann sind die halt wie die Feuerwehr aus der Halbzeit gekommen und wir waren die ersten 20 Minuten gefühlt ja gar nicht auf dem Platz gewesen. Da war das alles ein bisschen verwaist gewesen bei uns. Wie sieht das bei dir als Keeper heute aus mit 3 Gegentoren nach so einem Spiel? Ja gut, ist klar, dass ich nicht so zufrieden bin wie letzte Woche, als wir gegen Fern 0-0 gespielt haben. Ich sag mal so, ich hatte heute erste Halbzeit eine gute Aktion gehabt, zweite Halbzeit einen Ball gut gehalten. Beim zweiten Gegentor ein bisschen unglücklich, bin ich mit den Fingerspitzen dran, geht rein, habe ich natürlich einen Anspruch dann, dass der Ball nicht ins Tor geht. Ne? Aber das hat dann halt irgendwie in diese Phase reingepasst, bei der es oder in der es bei uns überhaupt nicht gepasst hat, leider. Jetzt geht es nächste Woche nach Gladbach zu U23, da steht dann gleich das nächste Spitzenspiel an. Wie geht man die Aufgabe dann an? Also das zweite Spitzenspiel innerhalb einer Woche? Ja, ich glaube, wir haben heute ja 3 Spieler ersetzen müssen, die eigentlich gesetzt waren. Dafür haben die Jungs, die reingekommen sind, das ganz gut gemacht. Heute wieder, glaube ich, André Day, da ein bisschen muskuläre Probleme, Jaron Al-Hasameh. Ich war heute nicht ganz fit im Spiel gewesen. Ne? Ich glaube, jetzt heißt es erstmal Wunden lecken. Und dann nächste Woche wieder mit gesundem Mut und hoffentlich mehr gesunden Spielern Gladbach, in Gladbach versuchen zu gewinnen, ist klar. Ne? Also ein Unentschieden wollen wir da nicht haben, ne? Aber eine Niederlage auch nicht. Dementsprechend spielen wir wieder auf Sieg, wie heute auch. Ne? Und ich hoffe dann nach dem 2:0 bringen wir es auch über die Zeit. Danke.